Wie lange warst du blind an diesem Ort eingesperrt? Hunderte Jahre. Bist du sicher, du kennst dich hier aus? Wie meine eigene Westentasche. Hey, hey, hey! Pass doch auf! Ganz vergessen. Wir sehen die Dinge etwas unterschiedlich. Die Dinge unterschiedlich zu betrachten, öffnet neue Wege. Was meinst du? Du siehst in mir nur Böses, weil ich ein Dämon bin. Sei nicht so engstirnig. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wie ich schon sagte, wir sehen die Dinge unterschiedlich. Wir treffen uns voraus. Ich muss dir was zeigen. Ihr Name war Asiel. Ein uraltes Wesen. Ein Nephilim, wie du. Ich wusste nicht, dass es weitere gab. Die Nephilim waren die dritte Rasse. Leider wurden sie gejagt. Und getötet. Warum? Sie hielten die Macht von Engeln und Dämonen. Doch anders als diese konnten die Nephilim die Welten durchschreiten. Sie waren wahrlich eindrucksvoll. Und das machte sie zur Bedrohung. Wie mich. Und wie du. Hatten sie großes Potenzial. Solch eine Verschwendung. Du willst dein Potenzial erschließen. Vielleicht kann Asiel helfen. Asiel? Nein, es ist ein beschissener Dämon.
Nimmer wiedersehen. Richtig. Asiel hat den Schlüssel. Verstanden. In Ordnung. Schauen wir, was passiert. Dante, du bist hier, weil ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir wirklich leid. Dein Vater hat sich in mich verliebt. Die Liebe durchbrach strenge, uralte Grenzen. Wir wählten unseren Pfad im Angesicht eines sicheren Endes. Nie bereuten wir unsere Entscheidungen. Doch wir ließen dir nie deine eigene, mein Sohn. Nun wirst du endlich diese Wahl haben. Du wirst große Macht besitzen. Eine Macht, mit der du deinen eigenen Pfad wählen kannst. Das, mein Sohn, ist Freiheit. Sei tapfer, mein Sohn. Ich liebe dich.
dich nicht um Hilfe gebeten. Dante. Oh, richtig, der Turm. Auf dem Weg!